Mahlzeit, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, hier aus meiner kleinen Garage. Heute mal was ganz Interessantes. Ihr habt es vielleicht gerade schon im Titel gelesen, und zwar ein portables Luftdruckmessgerät. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, wozu brauche ich das? Brauche ich nicht. Ich habe direkt gegenüber eine Tankstelle, da kann ich das alles testen und prüfen. Aber es gibt ja noch genug andere Leute, die vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen von der Tankstelle. Jetzt vielleicht auch gerade über den Winter das Motorrad in der Garage stehen hatten und jetzt auf einmal feststellen, oh, ich habe gar keinen Luftdruck mehr in den Reifen. Wie komme ich jetzt zur nächsten Tankstelle? Das ist ein bisschen weiter weg, da kann ich ja nicht einfach hinfahren. Und da gibt es hier von der Marke Xiaomi, es gibt wahrscheinlich auch noch ein paar andere Marken, die sowas herstellen, ein portables Luftdruckmessgerät, und damit kann man einfach vor Ort den Reifendruck prüfen, messen und auch die Reifendruck wieder auffüllen, was auch ganz interessant ist. Und ich glaube, das werden wir jetzt einfach mal bei mir machen. Mein Kameramann, den ich jetzt Gott sei Dank engagieren konnte, der stand draußen auf der Straße, den habe ich einfach mal angesprochen, und der ist jetzt einfach mal hier und hilft mir dabei und hält die Kamera. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier an das Bike, hier an die 72, und testen das mal. Ich habe das selber auch noch nie vorher gemacht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Gerät vorher aufgeladen ist. So, und als allererstes gucken wir uns mal die Funktionen von diesem Gerät an. Wie viel geht das überhaupt an? Wir ziehen ja einmal den Schlauch oben raus und haben hier so eine kleine Menütaste, wo wir so ein bisschen durchswitchen können. Luftdruck in Bar, PSI, also man hat halt verschiedene Funktionen, die man hier auswählen kann. Und wir wollen ja den Luftdruck prüfen, gegebenenfalls auch auffüllen, nachfüllen. Jetzt gerade wird einem jetzt hier der Umgebungsdruck natürlich angezeigt, weil das jetzt nicht angeschlossen ist. Und man kann quasi hier durch die Plus- und Minus-Taste hoch und runter switchen. Ich glaube, man braucht 2,1 Bar im Vorderreifen jetzt von der Maschine. Und ja, switchen wir jetzt mal hier rüber. Machen diesen sehr attraktiven Ventildeckel mal ab. Ja, noch vom Vorbesitzer. So, das Ganze schrauben wir jetzt hier mal drauf. Ja, es klappt. So, und was haben wir da? 1,9 Bar. Und wir hatten ja gerade eingestellt 2,1 Bar. Was müssen wir jetzt tun? Einfach hier in der Mitte den Knopf drücken. Und er legt los. Fertig. Astrein, würde ich sagen. So, gehen wir mal an die 48, hinten ans Hinterrad, obwohl habe ich jetzt keinen Bock drauf, das Rad zu drehen. Gehen wir einfach mal hier ans Vorderrad, einfach mal, damit ihr sehen könnt, wo das überall funktioniert. So, hier ist es tatsächlich auch ein bisschen tricky am Vorderrad. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen felgenabhängig. Ich gehe einfach mal hier so durch die Bremsscheibe. Und dann hier drauf. Und auch das funktioniert ganz gut. Wo ein Wille ist, da ist nun mal auch ein Weg. Und was haben wir hier? 1,8 Bar. Und ich glaube, hier brauchen wir 2,4 Bar. Schlag mich nicht tot, wenn es ein bisschen mehr oder weniger ist. Und geben hier wieder Vollgas. Wir brauchen natürlich ein bisschen, aber ich würde mal sagen, immer noch besser als mit einem leeren Reifen, wobei jetzt 1,8 Bar jetzt nicht allzu tragisch ist. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, nur noch 0,5 Bar hat, dann könnte das schon gefährlich werden im Straßenverkehr. Braucht natürlich ein bisschen. Hört sich ein bisschen an wie so ein Vibrator. Nicht, dass ich wüsste, wie sich ein Vibrator anhört. Da hängen lassen einfach, ne? Das wird einfach bauen mit einem Auto drauf, das ist nicht. Ja. Aber 19 Zoll, nur vom 40er, 8 Stück ohne Probleme. Das ist von 2,1 auf 2,5. Das ist nicht geil. Und fertig. Ja, und ich sag mal, das ist auf jeden Fall schon echt praktisch.
besser als bis zur Tankstelle zu fahren mit einem halbvollen Reifen. Der Kollege hat es gerade schon gesagt, er hat 8 Autoreifen damit aufgepumpt mit einem vollen Akku natürlich und es hat funktioniert. Also wenn man damit mal unterwegs ist, in eine Schwingtasche rein, gar nicht mal so verkehrt. Also Leute, das Teil ist echt Gold wert, wenn man die Maschine in der Garage stehen hat, wo vielleicht kein Strom ist, man hat vielleicht keinen Kompressor und die nächste Tankstelle vielleicht 100.000 Kilometer entfernt ist. Mit einer Sporty natürlich auch schon schwierig. Ihr wisst ja alle, 120 Kilometer Tankreichweite. Wozu das Teil aber auch ganz gut ist für Fahrradfahrer und weil es mitgeliefert wird, das kommt natürlich alles in so einem formschönen Säckchen an, hat man natürlich noch sowas hier. Na, kriegt man das jetzt hier raus? So Einzelteile, die man dann noch adapterweise draufschrauben kann. Jetzt denkt ihr euch, ja, was ist das denn für ein Kram? Der eine oder andere hat vielleicht Kinder, die spielen Fußball oder ist in einem Fußballverein. Und da ist das auch richtig geil. Wenn man auf dem Fußballplatz ist, kann man das Teil auch mitnehmen und die Bälle aufpumpen. Recht praktisch. Und ja, das wollte ich euch einfach mal so zeigen. Und ja. Und als nächstes kommt definitiv, der eine oder andere wartet schon länger drauf, aber ich verspreche euch, es wird das nächste Video kommen und das ist definitiv der Heckumbau hier an der 48. Und ja, ich habe da richtig Bock drauf und ich hoffe, ihr auch. Schreibt es mal in die Kommentare rein, ob ihr das schon bei euch gemacht habt und was ihr dazu sagt, dass ich das Heck kürzen will, weil ich habe jetzt schon die ein oder anderen Kommentare gelesen, Pro und Contra, und manche feiern es und manche finden es einfach nur scheiße. Ich würde mal sagen, da ich es vorhab, ich bin auf jeden Fall pro Heckumbau bzw. Heckkürzen und schreibt mal rein, was ihr dazu sagt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Ich bin raus und bis zum nächsten Video. Ciao.